So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet der Schocker der Woche. Kurz mal überlegen, wie das heißt. Die Woche war ruhig, es gab wieder sehr wenig Einsendungen, aber die Events waren auch nicht so heftig, so spektakulär. Sind zwar gerade Go-Feste schon gestartet, Sendai, viele Leute haben da schon Necrozma-Raids gemacht. Es wurde auch nach Necrozma-Raids für Zuschauer gefragt. Ich habe gesagt, das ist schlecht. Asia-Zeitraum, das ist ja dann eher alles irgendwie mitten in der Nacht oder so. Bei mir wir noch immer mitten in der Kindergarten-Eingewöhnungsphase, dann immer noch Stress mit Umzug, alles hin und her, immer noch nicht fertig, weil man gefühlt alles immer alleine machen muss. Da ist das mit Raids für Zuschauer eben nicht möglich. Vielleicht dann in Spanien, ist ja unsere Zeitzone, vielleicht kann man da am Wochenende das mal nutzen und vielleicht mal Necrozma-Raids machen, wenn ihr Bock habt. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr euch über Necrozma-Raids freuen würdet. Jetzt aber die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Alex, der hat mir nämlich das Emolga-Ticket geschenkt. Dankeschön, Alex. Da habe ich ja nicht viel Zeit gehabt, habe trotzdem kurz ein kleines Video gemacht, habe wenigstens die Forschung abgeholt, die einzelnen Encounter, um zu gucken, ob da ein Shiny dabei ist, ob da ein Gutes dabei ist. Danke also immer an jeden, der mir so Tickets schenkt. Mache ich ja dann immer kurz den Buddy. Ich markiere euch auch immer als VIPs, damit ich weiß, auch beim Geschenkedings oder so bevorzuge ich meistens die Leute, um irgendwie meinen Dank nochmal auszudrücken und da noch ein bisschen was zurückzugeben. Ich habe bestimmt einige vergessen mittlerweile, weil ich das erst ab letztens gemacht habe. Aber ja, wenn ihr mir schon mal ein Ticket geschenkt habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann muss ich mal gucken, ob ihr VIP seid. Selal hat auch Necrozma Raids gemacht. Der hat hier das im Duo auch wieder probiert. 33 Sekunden Restzeit. Das sieht gut aus. 7 Kilometer Eier gab es ja. Besondere, die man brüten konnte. Jetzt im Event, da ist auch Riolu drin gewesen. Auch besonders natürlich hier Shiny, gute IV, kannst alles mitnehmen. Mega Lucario muss ja auch noch irgendwann kommen. Weiter Selal hier mit dem 100er Capoeira, Shiny Zwirlicht, Shiny Smogon, Shiny Skorgler, Shiny Wablu, Shiny Dratini, da sind wir schon wieder im C-Day drin. Dann Duo Zapdos Raid. Duo Garados Raid, mega, guck mal wie klein das Gardevoir ist, das sieht lustig aus. Blood and Tears, Shiny Crypto Macholo und Knacklion, Shiny Gladiantri und Garnovil, schön aus den 12 Kilometer Eiern raus. Dann 0% Shiny Serpifeu, 100% Koblosio und 100% Balu, also aus Waldbronn, ist das aus dem Ei gewesen, ja. 100% Emolga noch mitgenommen, diesmal gibt es nicht so viel, hatte wieder meine Brüt- und Bosse vermöbeln, Phase, Nachzügler, damit habe ich nicht mehr gerechnet, trotzdem noch ein Shiny Emolga mitgenommen bei Sarina. Rudi Ruslix, unfassbares Glück, oder hat eine Yannick den falschen Schalter umgelegt? 3 Shiny Makuhita in der Makuhita Rampenlichtstunde von gestern Abend. MacMacky hier, Shiny Zapdos mitgenommen, habe ich gestern bei meinem täglichen Raid Pass auch eins bekommen. Man muss also gar nicht 10 Millionen Raids machen, mit den täglichen Pässen hat man auch manchmal Glück, nimmt sich da was mit. Shenaya, Shiny Fifien, Shiny Mirapla, Shiny Taubsi, Shiny Krypto, Macholo, Robert 100er, auch 100% Koblosio. Haben wir aber schon gesehen, auch bei anderen, fürs Mittwochsvideo. Geronimatz Shando am Questday bekommen. Waschakwil entwickelt, Dings hier, Karlsruhe, das vom 11.05. Ach so, Questday. Genau, es war Questday und da hat er aus der Forschung ein 100% Shiny bekommen, also ein Shando. Aber die Shiny-Rate war erhöht. Aus Quests gibt es auch Mindest-IV. Hat für mich nicht für den Schocker der Woche gereicht, vor allem weil auch das Koblosio daneben ist und das schmälert ein bisschen das Bild, da wir ja schon 100er Koblosio gesehen haben. Den auch aus der Quest, nochmal 100% Geronimatz, also 2 Stück hat er bekommen, eins war eben Shiny. Dann Flabebe, 3 verschiedene mitgenommen hier, das Weiße, das Orange und das Rote, kann auch sein, dass das erste vielleicht gelb ist. Emolga, Shiny, auch eingetütet. Tick Sakura, Random Trade mit meinem zweiten Account, 100% Shiny Glücks. FM, also kein Shando, sondern ein Schlando mit dem L noch drin für Lucky. Ab ins Tierheim. Das fand ich besonders cool. Der hat sich ein paar alte Pokémon rübergetauscht. Hat er hier also ein 100% Glumander, 100% Kaumalat und 100% Keifel. Ein paar Sachen auf den ehemaligen Ivar Kids Account gegangen. Paar Konda immer gut. Hat er sich also rübergetauscht durch die alten Sachen.
Finde ich gut, dass er das nutzt, die alten Pokémon, um dann neuere Pokémon oder so beim Tauschen Lucky werden zu lassen, die gute Raid-Angreifer sind oder gute Mons. Alles Lucky, alles 100%. Alexander Ahringer, endlich Shiny Hisui Fukano in Pokémon Go. Haben wir hier mitgenommen, Prinz. Skorkler, Shiny dabei, Prinz nochmal mit Makuhita, Shiny, noch ein Makuhita, ich glaube der Hebel war wirklich umgelegt, Cumulus, Ordoch, Shiny, kriegt auch nochmal eine Mega-Entwicklung, Bronzel, Shiny, Haspiror, Shiny, Nocturne, Shiny, Perlu, Shiny, Skorkler, Shiny, Dodu, Shiny, 100% Zubat, nochmal Skorkler, Shiny, Cumulus bedankt sich, vielen Dank an dich, Ramses, für die spontane Einladung von Dienstagabend. Immer gucke ich mal, wer ist gerade online, wenn ich meinen täglichen Pass mache. Lade ein, Cumulus war dabei, zack, Shiny auch noch mitgenommen mit 93%. Lenzart, erstes Pokémon, Makuhita, Shiny auch mitgenommen, war aber das einzigste Bild. Und dann noch Laura. Feuerwehrfrau mit dem Shiny Rotomurf. Wie gesagt, waren diesmal wieder wenig Bilder, aber wir haben ja immer noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern haltet euch fest, Prinz, der hat nämlich nicht nur die ganzen anderen Sachen geschickt, sondern auch dieses Teil hier. Und das ist nicht aus einem Ei, das ist nicht aus einer Quest, das ist nicht aus einem Raid, das ist, denke ich mal, wild. Und wild, einen Hunderter zu kriegen, ist schon selten. Wild, einen Shiny zu kriegen, ist selten. Und wild, einen Hunderter Shiny zu kriegen, ist richtig genial und meiner Meinung nach natürlich auch viel, viel schwerer, als wenn du jetzt ein Shando vom Quest Day bekommst, weil du ja die Mindest-IV hast und die erhöhte Shiny-Rate. Deswegen, Robert, ein Hunderter mit seinem Shando, ist damit übertroffen, sage ich hier. Eine Woche ohne nix und dann heute das innerhalb von 2 Stunden. Die Sachen davor plus eben dieses Furnifras. 100% Shiny mit 178 WP. Da sieht man ja auch, dass das so niedrige WP hat, dass das kein Ei, keine Quest, kein Raid sein konnte, das wirklich wild in 100% Shiny ist. Deswegen für mich nicht der krasseste Schocker der Woche, aber das Beste für mich in dieser Sendung. Das war es jetzt einfach von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und ich freue mich schon wieder morgen auf Kindergarten-Eingewöhnungsphase. 1 Stunde am Boden sitzen, bis die Beine einschlafen mit dem Jonas da und die anderen Kinder beobachten, wie sie sich gegenseitig verprügeln. Ciao.